Ja, hallo und so und herzlich willkommen zu dem epischen Kampf, den ich lange gesehen habe mit dem Swifty. Hallo! In World of Warcraft natürlich, hi! Warcraft, genau. Ja, sie sind hier noch immer am Rumrotzen. Nur noch den Healer down kriegen, es ist doch nicht mehr viel, es ist doch... Kack ist das! Ja, ja, du bist wenigstens jetzt wieder relativ gut dabei mit dem Live. Ja! Healer down! Healer down, ja. Oh, der nächste bitte. Aber Damage kommt nicht mehr als 12.000, das überholt mich keiner. Ich bin bei mir noch immer Platz 1. Obwohl du tot bist. Obwohl ich tot bin, ja. Also das nenne ich mal epische Spiele, ja. Tot sein und trotzdem im Damage-Meter noch Platz 1. Ja. Das ist schon geil. Wie viel Leben hat er denn noch? Wo ist er denn? Nein, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Da ist er, die kleine Sau. So. Gehen wir da rüber. Ach Gott, das könnte sich noch ziehen. Ich versuch's. Ich kann meine Stereo-Nasen bohren. Ja. Was könnte ich euch erzählen? Ich könnte momentan eine Mandarine essen. Genau, unterhalt die Leute. Soll ich jetzt live eine Mandarine fressen? Episch. Wie viel Leben hat er? Nee, ist nur mehr die Hälfte. Das geht sich mit der Mandarine nicht aus. Außerdem ist es keine Mandarine, sondern eine Clementine. Ess mal deine Nektarine. Nektarine ist im Sommer, du. Egal, wo du dir die hinklemmst. Riecht aber geil. Ich könnte euch einen Zaubertrick zeigen. Wenn ich... Ach, scheiße. Habe ich hier ein Feuerzeug irgendwo rumliegen? Wie viel Leben... Ja, der hat noch ein bisschen Life. Feuerzeug! Ja, noch zwei, ja? Feuerzeug. Nee, kein Feuerzeug. Das ist, seitdem ich nicht mehr rauche, habe ich natürlich auch keine Feuerzeuge mehr. Nein, auch kein Feuerzeug. Scheiße, wa? Also bin ich hier in unscharf. Hallo, Kamera. Mach mal scharf. Heiß. Und? Scharf. Fick dich, Alter. Ja, extra. Scharf. Jetzt der dritte Boss. Ah, noch ein Boss. Ne? Dann könnte ich nochmal ein Feuer... Du bist ja beim ersten gestorben. Ja, für beim alle, Healer schon. Haben. Ah, da habe ich einen ganzen. Ja, es geht sogar noch. Ja, Feuerzeug. Ich habe Feuer gemacht. Also, ihr braucht dazu nur eine Clementinenschale oder eine Orangenschale. Die könnt ihr so falten. Und wenn ihr dann Feuerzeug macht und zusammendrückt, dann. Futz! Habt ihr gesehen? Ah, geil! Feuerwerk! musst du mal mit Mehl machen. Ja, das ist ja eine Staubexplosion. Das ist Wahnsinn. Aber das ist nur die Schale und dann zusammendrücken und dann. Fut! Ach, Kacke. Abgerutscht. Das geht. Ah! Mal schauen, ob man das in der Aufnahme aussieht. Ja, voll die Lichtblitze, also voll die. Stichflamme. Ist das, was der Healer geschrieben hat? Kleine Stichflamme. Er hat geschrieben, ja, aber wenn die Leute wissen, auf was sie achten müssen, ist es sogar zu dritt machbar. Dauert ja nur ewig. Danke. Danke. Ich bin auch wieder dabei. So. Schlau, Herr Kapitän. Okay, boah. Kennst du diesen starren Blick, den du entwickelst, wenn du dich total 100% drauf konzentrierst? Ich nicht. Nee. Ja, boah, zwei Bosse haben wir noch. Ja. Ja. Wie war das Learning bei du? Ja? Ja, absolut. Das war jetzt gut. Das, ja? Ja, war fleißig. Fleißig. Könnte man sich nicht beschweren, ne? Ich fand das einmal cool in einer Instanz, wo alle gestorben sind, außer ich und der Heal, dass ich mit meinem Pet getankt habe. Und ja. War selbst Damage Dealer. Das war cool. Das war mega. Hallo. Ach, wir sind auch schon mal mit einem Hexenmeister, ne, mit zwei Hexenmeister und mit einem Healer durch den Indie durchgegangen. Geht auch. Ja. Was, Level 2? Nein, mit zwei Hexenmeister. Ach so. Und
sind wir durch eine Inni gegangen. Das ging auch. Ja, 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 ja. Aus, ja, frei. Leerwandler raus und läuft. Dann da hat ich meinen Leerwandler rausgeholt, der andere sein Damage-Dealer-Pad. Und wir haben jetzt beide Schaden gemacht, also daher. So. Funktioniert alles, wenn Not am Manne ist. Ja. Die Kunst ist es dann, nicht zu verzagen und weiter. Nicht zu verrecken. Ja, genau. Dauert zwar alles ein bisschen länger, aber es ist machbar. Und dann kommt der Gruppenfaktor ins Spiel, wenn du solche Situationen hast. Da spielst du als Gruppe. Das ist schon cool. Ja, das stimmt. Das stimmt dann wohl. Was natürlich in den letzten Jahren extrem auf der Strecke geblieben ist bei WoW. Wegen dem Dungeon Finder. Dungeon Finder hat viel kaputt gemacht. Viel einfach gemacht, aber auch viel kaputt. Ja, und ja, das sicher. Nur weil die Menschen zu blöd sind. Ich meine, zu faul. Ich würde sagen, zu faul. Ja, und du kannst den Dungeon Finder ja nutzen, aber trotzdem als Gruppe spielen. Aber der zusammen ist nicht da, ne? Nee, das ist genauso wie Major. Der kann, er sagt, der spielt das Spiel nicht, weil die Laufstrecken zu lang sind. Ja. Weil der am Anfang nicht mit Level 1 schon das schnelle Reiten hat oder so. Genau, da sind wir bei der Faulheit. Ja, ja, man muss sich was erarbeiten in WoW. Jetzt nichts gegen Major, aber... Aber es ist ja eine generelle Einstellungssache. Aber das ist der Grund, warum sich WoW so lange hält, weil du was tun musst, weil du es nicht alles in den Arsch geschoben bekommst. Ja, weil du trotzdem hin und viele Ehrgeizler hast, die besten, ja, wie man es merkt, wie man sieht. Weil du sofort angeflamed wirst, wenn du mal was nicht weißt oder nicht so kannst. Ja, oder. Aber ich finde das immer cool, wenn ein neues Spiel rauskommt, dann heißt es, das ist der WoW-Killer. Oder dann heißt es, WoW wäre tot und ja. Ja, bis jetzt hat es doch kein Spiel geschafft, WoW vom Thron zu stoßen. Nee. Und in der schlechtesten Zeit hatte WoW 6 Millionen zahlende Spieler. In der schlechtesten Zeit. Ja. WoW ist tot, ist klar. Ah. Alter, die Dinger hassen mich. Vor allen Dingen das Nilpferd, das Büffelding da. Ja, das hat random Aggro. Mein Pet lebt noch? Ja, es lebt gerade noch so. Meinst du, gut dabei? Na, gut dabei würde ich jetzt nicht sagen, aber es lebt noch. Es lebt noch. Ja, da wo wir ja auch schon mal das Thema hatten, das kannst du gar nicht einholen, das, was das Spiel hier schon geleistet hat. Nee, ich bin mit WoW mehr oder weniger groß geworden, wenn man so sagen will. Ja. Es gibt jetzt 10 Jahre das Spiel und mit Pausen natürlich spiele ich jetzt 8 Jahre. Aber allein den Erfolg, den WoW hatte, das erste Spiel, was die und die Grenzen gesprengt hat und erreicht hat und neue Grenzen aufgestellt hat, das kriegt kein Spiel mehr hin, egal wie du es machen willst. Nee, weil alles nur mehr Nachmache sind. Ja. Und es mag schon sein, dass irgendwann mal ein Spiel kommt, was mich mehr fesselt wie WoW, nur bis jetzt, ich habe wirklich fast alle ausprobiert. Ja. Ob es jetzt Guild Wars war oder Age of Conan, glaube ich, hat es noch gegeben und Star Wars The Old Republic, aber das ist alles angekündigt als WoW-Killer, alles. Ja, genau. Ja, obwohl ich bei Star Wars bin ich echt am überlegen, ob ich nicht so ein kleines Let's Play starte. Mhm. Major würde sich freuen. Ja, Major würde sich tierisch freuen, ja. Oh, ich meine, allein aus dem Grund, Lichtschwerter. Ja. Sind einfach Lichtschwerter und die gibt es nicht in WoW. Ja, das stimmt. Soll mal einfügen. Das wäre doch das cool, stimmt. Weißt du? Ganz schön Brot mitschneiden, herrlich. Das ist jetzt ein Boss, oder hier? Ja. So ein kleiner, ja. Da rechts, was bestimmt ist? Das ist die neue Druidenform, die du ab Level 100 bekommst für deinen Druiden. Wenn du als Katze bist. Okay. Ob der irgendwas Bestimmtes macht, keine Ahnung. Augen offen halten. Ja, okay. Der Klassiker. Ja, ich kann schon die Metamorphose rein. Wow. Finde ich geil. Ich seh's. Am Damage-Meter. Nee, so bin ja gar nicht Platz 1. Nee, aber man merkt's eigentlich, wenn du in die Metamorphose reinkommst, dass du da ordentlich Damage raushaust.
Weißt du, beim Jäger lassen sie zum Beispiel Aspekt des Falken weg, weil man das sowieso immer nutzt. Ne? Wieso machen sie es bei dem Dämonenhexenmeister nicht so, dass du immer in der Metamorphose bist, weil du sie sowieso, dann sowieso immer nutzt? Weil das ohne Metamorphose machst du nur einen Bruchteil an Damage. Ja. Das ist, wenn du es nicht nimmst, dann bist du, dann spielst du nicht richtig. Richtig. Das ist so ein grundlegendes Element. Aua. Das verstehe ich schon irgendwie, dass die das nicht machen. Oh, ah, kann mich mal einer hier rausholen? Ich lieg unter dem. Aua, 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 aua. Alter, das gibt Kratzwunden am Rücken. Ja, das gibt Kratzwunden. Wie soll ich das meiner Frau erklären? Extrem. Einfach drauf. Alter Verhälter. Ja, darum, es wäre eigentlich als Dämonenhexmeister cool, wenn du immer in der, also dass das eine aktive Form wäre. Das war es ja früher mal. War es früher mal, okay. Genauso wie beim Druiden die Baumgestalt, das war früher mal. Ja, genau, das war einmal. Mein Bäumchen, wir haben hier mein Bäumchen genommen. Sowas von unbegreiflich. Au, hallo, jetzt liegt auf mir. Nicht. Aber ich kann weiterkämpfen. Ja, ich konnte nicht mehr. Ich mach Schaden auf die Sau. Ja, komm schon. Jetzt so langsam aber. Ja, wird's dann mal Zeit, dass wir... Jetzt, fall. Fallen. Ja. Platz. Puh. Oh. Was haben wir da? Einen neuen Stab? Die Stoffteile. Ich will gar nicht wissen, wie so Raid abgeht. Das ist auch krass. Ja. Ich ja, hab... das sind dann Kämpfe, die dauern eine Folge. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir nur mehr den Endboss, oder? Ja. Wo? Alter, komm hier. Nichts hält die eiserne Horde auf. Ja. Schon gar nicht. Genießt eure ja, wir haben es gleich geschafft. Naja, gleich ist gut gesagt. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen noch. Ach, da ist er. Nee, da ist der hier. Ist der Tank? Hallo, Tank. Ach, der ist mit hier drin. Ah, da ist der Totenkopf. Der feine Totenkopf. So, Augen offen halten. Dann wird wohl alles schief gehen. Ja, ich hab keine Ahnung. Wow. Wow, 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 wow. Ich bin auch ein Depp. Ich war im Ziel, da hätte ich eigentlich hinter die Fässer laufen müssen. Ja? Hm? Hier stehen ja so Fässer links und rechts und wenn du... Boah! Alter! Ja, ja, das ist normal und jetzt hinter jetzt, die... jetzt hinter die Barrikaden. Genau. Na toll. Ich bin falsch geholfen. Ich bin tot! Wolltest du gleich instant nach vorne, oder wie? Nee, ich wollte eigentlich hier vorne jetzt, wo du stehst, hin. Das war mein Fehler. Ja, auf einmal geht das nicht. Nee, leider. Weil der Tank schon vorne war. Ah ja, schauen wir mal. Oh, scheiße. Das ist schade, dass ich jetzt nicht beim Endboss mit dabei bin. Oh, scheiße. Ja. Ist entspannender, ich sag's dir. Nee, auf jeden Fall. Ey, der Totenkopf steht ja noch immer. Was macht ihr denn da? ja, jetzt darfst du mal die Unterhaltung machen. Okay, hier. Schurke ist gleich auch down. Jede Sekunde. Jetzt Totenkopf aber auch gleich. Ja. Und jetzt haben wir noch den Boss, glaube ich. Ja, genau. Wollen wir denn so hier? Ja, genau. Mach mal was. Mach mal was. Behalt mal. Ach, scheiße, wieder zurück. ja. Dahinter die, genau. Nicht dahin, nein. Doch, das packe ich. Och, scheiße! Hab ich auch gedacht. Ja, ich hab's aber gepackt. Du warst einen Schritt schneller als ich. Ja. Es ist nur ein Schritt gewesen. Och, scheiße. Jetzt bin ich tot. Ach, Moment. Jetzt zeige ich dir einen Trick. Zack. Der Healer ist tot. Nee. Och, kacke. Ja, ohne Healer können wir es aber vergessen. Yep. Hättest du nicht einen Soulstone auf den Healer setzen können? ja, hätte ich. Aber es kommt ja keiner auf die Idee, dass der Healer alleine verreckt. Ja.
Jep. Nee, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Nee, gar nicht. Och, scheiße. Ja, was will ich da noch machen? Ja, wie, der Tank ist down. Ab. Ja. Pet raus. Weiter. Weiter. Nein, hinter die Fässer. Hat in den Chat geschrieben, scheiße. Mit so einem Zwinkern, mit so einem Lächel-Smiley. Ja, was bin ich der Einzige, was noch lebt? Mensch, der macht einen echt Mordschaden in der Kanonenphase. Da muss man mal echt aufpassen und schnell sein. Das ist einfach nicht heilbar. Ja, ich hab's gemerkt. So, dass alle nochmal mitspielen dürfen. Ah ja. Wo bin ich? Ach, scheiße. Ich bin am Arsch der Welt. Ich auch. Ja, ich glaube, sind wir alle. Ja, Kanonenphase, also nicht, nicht instant vorlaufen, sondern wirklich step by step. Ja, ich weiß. Beim normalen, beim Non-Hero geht's nämlich. Ja, Non-Hero. Non-Hero schafft man den langen Weg auf einmal. Hero nicht zu empfehlen. Nee, Hero, da nee, soll man. Gar nicht zu empfehlen. Heroisch sollte man schon aufpassen, was man tut. Ah, ja. So. Boah, gleich schon 10 Uhr. So, ja, eben. Und wir müssen dann wahrscheinlich noch ein Völkchen dranhängen. Wir sind fast bei einer Stunde. Ja. Und die Daily will ich unbedingt fertig machen heute. Ich kannst will die Daily jetzt nicht. Machen, du. Nein. Übermorgen machen wir sie fertig. Übermorgen. Was du heute kannst dir besorgen. Das mache ich nicht erst morgen, was? Genau. So. Wo ist jetzt der Heal? Da ist der Heal. Bekommt der Heal mal einen Soulstone. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ob ich breit bin? Jo. I can't lose it, aber ich sag. Bereit, du bist ein Fanschen. Ah, ein bisschen hopper-hopper-reiter hier auf dem Boss. Okay, das ist echt heftig. Ja. Läuft aber. Geht. Scheiße. Ach komm schon. Aufbleiben. Kann ich mich dahinter verstecken? Ah, so, jetzt dazu rechts. Rechts, ja. Außer du hast Sprinten oder so. Ja, mein Pet läuft schon mal vor. Ja, dein Pet ist down, oder? Bonnie! Nee, mein Pet hält durch. Oh, wie mit Gebrüll. Wow, ich bin durch die Klinge gelaufen, von ja. Ihm. Jetzt habe ich, Alter, jetzt habe ich alles versiebt, was man nur versieben kann. Ja, hast du gemacht? Toll. Ja, habe ich. Bin ich instant down. Okay, aber jetzt hoffe ich doch, dass man mir hier so eine Kamera ausrichten und jetzt werden wir ein bisschen. Soll man jetzt die Verabschiedung machen oder soll man den Kampf noch. Nein, warten wir den Kampf noch ab. Ich räche euch. Schauen wir mal, ob ihr den Kampf schafft oder nicht. Und sonst machen wir dann. Ich denke schon. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich bin down. Hätte ich mir den Soulstone doch selbst gegeben, verflucht. Ah, ist gut, dass der Heiler den hat. Immer wieder gut. Ja. So, der nächste bitte. Wer noch kein Fahrticket hat hier, der kann nochmal einsteigen. Nächste Fahrt geht rückwärts. Doppelkopf jetzt down, ja? Bam! Schau, da kommt ein Swifty angeflogen. Zweiter down. Also nur meine große über. Jupp. Ja, perfekt. Schnapp ihn dir, Pet. Schnapp ihn dir. Nimm ihn dir. Der erste geht mir auf Zeiger. Pet, geh los! Ich muss ja nicht draufhalten. Wie viel hat er denn im Leben? Brauchst du aber schon ganz schön. Ah, der hat nur noch 3,4 Millionen. Wir haben ja auch die anderen zwei noch erst runtergehauen. Da waren ja wieder drei. Ja. Brauchst aber ganz schön lange, sagt er, wa? Kannst du kicken. Rennen, wo du liest, in deinem Dreck. Mit dem Gesicht zuerst auf dem Boden. Jojo. Ich hab auch schon tot angeguckt, ja? Ja, ich weiß, wie das ist. So, arschgeil. Ja, der hatte doch nur 4,7 Millionen live. Also,
Ja, ja, eben drum. Das aber, ist ja. Aber jetzt so am Schluss, ne, von Draenor, die Werte sind fast wieder dieselben, ne? So von den, also das, was sie so reduziert haben von den Werten, weniger Angriff, weniger Schaden, ist gleich schon wieder gleich, wie es mal war, ne? Echt? Ich hab keine Ahnung. Ja. Ich hatte keinen 90er auf Max-Level. Oh. Also ich weiß da, es nicht. Oh. Na? Na? Ja, die Werte sind wieder so, wie sie waren. Also fast wieder so. Das ist zu weh. Also das ist wieder alles zu hoch. Okay. Ja. Okay. Aber die sind ja am Überlegen, dass sie jetzt mit der nächsten Erweiterung alles halbieren. Das heißt, was du jetzt auf Level 100 hast, das wird so, so reduziert auf 50 so gesehen, dass die alles komplett halbieren. Die Werte und alles komplett. Ja, dann müssen sie das komplette Spiel neu gestalten. Spiel, also die ganzen Werte vom ganzen Spiel umstellen. Weil wenn jetzt die nächste Erweiterung rauskommt, da bist du bei 110 ungefähr. Gleich ist er down, siehst du? Ja. Jawohl, geht's jetzt? Bazinger! Number one, ja, bin ich, danke. Werde ich wiederbelebt oder muss ich Geist freilassen klicken? Er muss Geist freilassen klicken, denke ich. Nee, das wäre blöd. Arschlöcher, wenn mich jetzt keiner rätzt. Danke, bye bye. Kea, das war die Kea. Also. Okay, dann mache ich mal Geist freilassen. Dann darf ich da nochmal ein Stückchen laufen. So, wo habe ich jetzt die Schulterplatte hinbekommen? In der Zeit, wo ich laufe, könnte man natürlich Verabschiedung machen. Du machst Verabschiedung. Ich mach, ja. Ja. Dann hätte ich gesagt, es hat mich gefreut, dass ihr uns beim Sterben zugesehen habt, oder hauptsächlich mir, oder eigentlich im Swift ja auch ein bisschen. Also nicht so, es ist ausgeglichen. Leer auch bei diesem. ich hoffe, ihr seht uns beim nächsten Mal wieder beim Sterben zu. Ich wünsche euch was. Tschüss mit dir und ciao mit dir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, mein Spieltörter, und sieht sich. Tschüss.